Jo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7 und mit der coolen Hintergrundmusik. Yeah, wir sind in Cosmo Canyon immer noch. Das letzte Mal waren wir stehen geblieben. Ich wurde aufgefordert, Bugenhagen zu besuchen. Ich habe mir währenddessen aber die Schmetterklinge noch besorgt für Cloud in diesem Geschäft. Und ich würde sagen, ich mache mich einfach mal auf den Weg zu Bugenhagen. Und hören wir mal seine Geschichte an. In Cosmo Canyon werde ich mich später noch ein bisschen umsehen. Was ich in den letzten Videos gemerkt habe, es laggt ein bisschen vom Sound her. Der Sound hinkt ein bisschen hinterher. Liegt wahrscheinlich an Hypercam und an der ganzen Sache. Ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr. Also mich stört es nicht, sagen wir mal so. Hauptsache die Aufnahme läuft einigermaßen flüssig. Das ist so das, was ich gerne sehe. Und es kann auch vorkommen, dass ab und zu mal ein bisschen, ja, der Sound an sich laggt. Das kann wirklich vorkommen. Dann, was mir noch aufgefallen ist, ich gucke mir natürlich auch andere Let's Plays von Final Fantasy 7 an. Und es ist schon richtig, dass ich einige Sachen, ja, vielleicht nicht ganz so gut mache oder was. Oder dass ich dieses Let's Play nicht so ausführlich mache wie andere. Ich hoffe trotzdem, ihr habt trotzdem Spaß dran. Cloud. Das ist Bugenhagen, mein Großvater. Er ist ein Phänomen. Er weiß alles. Ich habe gehört, dass du dich ein wenig um Nanaki gekümmert hast. Nanaki ist noch ein Kind, musst du wissen. Okay, ein Kind. Das kannst du nicht sagen, Großvater. Ich bin 48. Nanakis Stamm zeichnet sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit aus. Mit seinen 48 Jahren entspricht er also in etwa einem gewöhnlichen Menschen im Alter von 15 bis 16 Jahren. 15 bis 16? Er ist ein stiller, tiefer Charakter. Du dachtest, er wäre erwachsen? Nun ja. Großvater, ich wäre so gerne ein Erwachsener. Ich will erwachsen werden, damit ich dich und das Dorf beschützen kann. Nein, Nanaki. Du kannst jetzt noch nicht auf eigenen Füßen stehen. Genau. Oh Mann. Es würde dich langfristig zerstören. Okay. Sich nach dem Himmel strecken, gar der großen Stadt Midgar die Sterne stibitzen. Man kennt das, nicht wahr? Ein schlechtes Vorbild. Wenn man zu viel nach oben sieht, verliert man die Perspektive. Wenn die Zeit zum Sterben für diesen Planeten gekommen ist, wirst du erkennen, dass du nicht das Geringste weißt. Die Zeit zum Sterben? Das kann morgen sein oder in 100 Jahren. Aber es ist nicht mehr lang hin. Woher weißt du das? Ich kann den Planeten klagen hören. Oh, wow, wow. Was mich am Bugenhagen immer interessiert hat, oder was mich fasziniert hat von diesem Charakter, er hat keine Beine. Das ist ein bisschen komisch. Wie das? Planeten werden geboren und Planeten sterben, solange die Sterne am Himmel zu hören sind. Yep. So it is. So is es. Man hört den Planeten klagen. Was war das? Das war ein Aufschrei dieses Planeten. Hast du es nicht gehört? Als wollte er sagen, es schmerzt. Ich leide. Sie befinden sich auf einer Reise zur Rettung des Planeten. Zeig ihnen doch mal deine Apparatur. Oh ja. Zur Rettung des Planeten? Aber andererseits kann es auch nicht schaden, wenn er sich meine Maschine ansieht. Bugenhagen! Oh, was sind das hier für ein Kleiner? Da sind ein paar sonderbare Gestalten gekommen. Sonderbare Gestalten. Überall wimmelt es plötzlich von ihnen. Ja, und seine Freunde auch. Ich gehe sie holen. Okay. Wen meinen die jetzt? Na. Cloud. Oh nein, Cloud. Bitte ruf einen von ihnen herein. In Großvaters Maschine haben nur 3 Leute Platz. Okay, jetzt darf ich aussuchen quasi, wen ich mich hier, mit wem ich mir hier das nächste Ereignis ansehe. Wo muss ich denn hin? Geh und hol deine Freunde herbei. Okay, achso, ja. Ja, ich weiß schon, wo ich hin muss. Das heißt, ich muss wieder zum Dorfplatz. Was ich dann auch gesehen habe, viele Leute machen ja ein Let's Play zu Final Fantasy 7. Und es ist so, die meisten Leute, die sind jetzt, ich bin jetzt schon bei, ich glaube, 70 Videos oder was. Und manche sind schon viel weiter wie ich. Wahrscheinlich, weil viele auch gar nicht die Texte vorlesen, die hier gelabert werden. Muss man natürlich auch nicht.
Ich mache es aber immer sehr gerne, weil es dann doch ein bisschen das Spielgeschehen vertieft. Und also ich mache das wirklich sehr gerne. Oh ja, bla bla bla. Wo sind meine Freunde zum Teufel nochmal? Oh, 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 oh. Wo muss ich denn hin? Deswegen kann es auch vorkommen, dass es bei mir alles ein bisschen länger dauert. Man muss auch sagen, ich bin nicht der beste Final Fantasy Let's Player oder beziehungsweise Spieler. Ich spiele das alles nach meinem Stil, ganz einfach. Gehst du wohin? Ja, jetzt kann ich mir meine Party aussuchen, mit der ich hier reingehen möchte. Ich denke, ich werde Tifa mit reinnehmen und ach, nehme ich mal Aeris mit. Bei Aeris ist auch so die Sache. Viele Leute sprechen sie auch Aeris aus. Im Englischen wird sie auch Aeris ausgesprochen. Aber ich bleibe bei Aeris, würde ich sagen, weil... ja, keine Ahnung. Hört sich vielleicht nicht besser an, aber... ich bin es irgendwie gewöhnt. Und jetzt habe ich schon angefangen, sie zu auszusprechen. Und deswegen werde ich es auch weiter so führen. Also, es ist einfach so. Ich habe wirklich auch in den letzten Tagen Kommentare bekommen, von wegen, deine Videos sind so scheiße. Allerdings sind das dann irgendwelche Downvoter oder Spammer, die nichts Besseres zu tun haben. Und ich muss sagen, solche E-Mails oder solche Kommis oder was, die kotzen mich schon dermaßen an, also muss ich echt sagen. Hierher, die Tür ist offen, kommt herein. Okay. Vielleicht lasse ich mich auch provozieren von diesen ganzen Kommentaren, aber ja. Scheint so, als hättest du jetzt alle beisammen. Fangen wir also an. Stelle mich dorthin. Ja, jetzt kommt eine weitere Sequenz. Berühmt und bekannt für dieses Spiel. Die Sequenz im Planetarium. Viel Spaß. Wie schön. Es ist fast genauso wie das echte Weltall. Schon ganz schön gut. Das ist mein Labor. Alle Mechanismen des Weltalls sind in diesem holographischen 3D-System abgespeichert. Interessant. Hey, eine Sternschnuppe! Ja! Richtig cooles Planetarium hier. Wow, ein Meteoritenschwarm. Cool. Also das finde ich sehr cool hier, diese Sequenz. Ui, wie schön. Ja, das hat was, nicht wahr? Also, kommen wir zur Sache. Früher oder später muss der Mensch sterben. Was geschieht mit ihm, wenn er tot ist? Der Körper verwest und kehrt zu dem Planeten zurück. So viel ist allgemein bekannt. Was ist mit dem Bewusstsein? Dem Herzen? Der Seele? Auch die Seele kehrt zu dem Planeten zurück. Und nicht nur die Seele des Menschen. Bei allem, was auf diesem Planeten existiert. Ja, bei allen Lebewesen des Universums ist es genauso. Die Geister, die zu den Planeten zurückkehren, verschmelzen miteinander und durchstreifen den Planeten. Sie wandern umher, vereinen und teilen sich und bilden einen Strom, den sogenannten Lebensstrom. Lebensstrom, das ist, anders ausgedrückt, der Weg, den die Energie der auf dem Planeten umherwandernden Seelen beschreibt. Spirituelle Energie, das ist ein Wort, das ihr euch gut einprägen müsst. Ein neues Leben, Kinder werden mit spiritueller Energie ausgestattet und in die Welt eingebracht. Dann kommt die Zeit, da sie sterben, und sie kehren wiederum zu dem Planeten zurück. Natürlich gibt es bestimmte Ausnahmen, aber das ist im Großen und Ganzen das Prinzip, nach dem die Welt funktioniert. Ich bin abgeschweift. Ihr werdet mich besser verstehen, wenn ihr euch das hier anseht. Ja, dann schauen wir doch mal. Okay, das Planetensystem. Die Erde. Oh no! Der Mensch stirbt, der Baum stirbt, alles stirbt. Und wird zu einem Energiefeld. Oh ja, aha. Ja, und irgendwann wird er wiedergeboren. Ein neuer Mensch. Das ist so der Kreislauf des Lebens. Spirituelle Energie ermöglicht die Existenz aller Dinge, Bäume, Vögel und Menschen.
Aber nicht nur die Existenz von Lebewesen. Spirituelle Energie ermöglicht ebenso die Existenz von Planeten. Was passiert, wenn diese spirituelle Energie verschwindet? Okay. Ja, was passiert denn dann mit dem Planeten, wenn die ganze Energie ausgesaugt wurde? Er zerfällt. Uiuiui. Er zerfällt. Dies sind die Grundlagen des Studiums des Planetenlebens. Ja? Wenn die spirituelle Energie verloren geht, bedeutet dies die Zerstörung unseres Planeten. Genau. Und mit dieser erschreckenden Erkenntnis werde ich an dieser Stelle einen Cut machen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Tschüss!